Du möchtest zu Hause geilen Espresso zubereiten, hast dir neue Ausrüstung zugelegt und weißt nicht, wie du starten sollst? Wir zeigen dir hier in diesem Kurzvideo, wie du zu Hause einfachen Espresso zubereiten kannst. Los geht's! Noch zwei, drei Worte vorweg. Wir lernen jetzt einfach mal das einfache Espresso-Brühen zu Hause. Wir haben nachher noch fortgeschrittene Videos und noch ein, zwei Kommentare zum Setup. Wir achten darauf, dass die Maschine wirklich durchgehend geheizt ist. Ich habe hier für heute das Doppelsieb eingespannt, habe den jetzt auch warm gehalten, rechts Kaffeemühle, mit Kaffee gefüllt, Abschlagbehälter mit Reinigungstuch, Tamper ist bereit und dann kann es losgehen. Ich nehme für den Start den Siebträger in meine linke Hand, weil ich Rechtshänder bin. Dann wische ich hier das Ganze einmal kurz mit dem Lumpen aus, damit es trocken, sauber und frei von Kaffeeresten ist. Ich hole mir jetzt hier eine doppelte Portion Kaffee für meinen Doppelsieb und schaue jetzt, dass ich das Pulver schon so ein bisschen gleichmäßig in meinem Sieb drin verteile. Und klopf hier mit meiner Hand an meinen Siebträger und verteile so das Pulver im Sieb so gleichmäßig wie möglich. Ich lege das hier auf die Tampermatte, nehme den Tamper in die rechte Hand. Dann schaue ich hier, dass ich so gerade als möglich das Ganze tampe. Wichtig hier, andrücken, so gerade wie möglich, nicht unbedingt so fest wie möglich, aber einfach, dass wir das Pulver zusammengedrückt haben. Das reicht eigentlich schon. Ich wische hier noch die Resten Kaffeepulver vom Rand und dann geht es eigentlich schon ans Brühen. Wir machen das heute so, dass wir eine Stoppuhr zur Hand nehmen und starten mit der Extraktion auch den Timer und füllen einfach mal zwei Espresso-Tassen. Wir stoppen dann die Extraktion, wenn die Tassen etwa voll sind, so wie wir unseren Espresso von der Größe her mögen. Und dann schauen wir, in welcher Zeit das passiert ist. Das heißt, wir flaschen einmal zuerst die Brühgruppe, lassen kurz Wasser durchlaufen, damit oben die Dusche sauber wird und aber das Wasser die richtige Temperatur bekommt. Spannen unseren Siebträger handfest ein. Und jetzt starten wir auch gleich schon die Extraktion zusammen mit der Stoppuhr. Tassen drunter. Und jetzt schauen wir einfach, wir lassen Espresso rausfließen, bis wir von der Menge in der Tasse sagen, dass es etwa zwei Espressi für uns sind. Wir stoppen und schauen auf die Zeit. Das Ziel wäre eigentlich, je nach Kaffeesorte, die wir verwenden, und je nach Geschmack, den ihr habt, dass wir irgendwo zwischen 25 und 30 Sekunden zu liegen kommen. Jetzt hatten wir hier 17,9 und stellen jetzt die Mühle einfach ein bisschen feiner. Wenn ich sie feiner stelle, geht die Zeit hoch. Das heißt, aus 18 werden dann vielleicht 20, 25 Sekunden. Wenn der Kaffee jetzt zu langsam rauskommt, also wir füllen die Espresso-Tasse wieder und es dauert irgendwo 35 oder sogar 40 oder mehr Sekunden, dann müssen wir natürlich das Gegenteil an der Mühle machen. Wir stellen das ein bisschen gröber, lassen nochmal Pulver raus und dann brühen wir nochmals eine Runde Espresso. Also klopfen wir jetzt den alten Kaffee aus, wischen nochmals das Sieb trocken und jetzt holen wir uns mit dem neuen Mahlgrad zuerst ein bisschen Pulver aus der Mühle. Das ist noch der alte Mahlgrad. Und jetzt holen wir uns nochmals eine Doppelportion. Machen eigentlich nochmal genau das Gleiche. Einfach dieses Mal mit einem feineren Mahlgrad. Und schauen nochmals, wo wir jetzt mit der Zeit landen. So, wir flaschen wieder. Haben unsere Stoppuhr bereit und spannen ein.
sehen jetzt schon, dass er deutlich langsamer läuft. Wir sehen es jetzt, die Tasse fühlt sich ein bisschen gemächlicher. Und wir sind jetzt schon über 18 Sekunden. Das heißt, ich schaue wieder, wann ich die Extraktion stoppen möchte. Jetzt habe ich zwei volle Espressi. Sind bei 27 Sekunden. Und würde sagen, der lohnt sich zum Probieren. Für den ersten Espresso zu Hause gar nicht mal so schlecht. Aber wir können da noch ein bisschen was rausholen. Wir haben noch zwei weitere Videos zusammengestellt. Das erste, wie ihr das Maximum aus der Mühleneinstellung rausholen könnt. Und das zweite, Kaffeezubereitung mit der Kaffeewaage. Was war eure größte Herausforderung? Schreibt es uns in die Kommentare und wir freuen uns auf das nächste Video mit euch.